Hallo und herzlich willkommen zum Uni2-Report mit Michael und Jasmin. Wir wünschen allen ein gutes neues Jahr 2014. Happy New Year! Bonne année! International geprägt sind auch unsere heutigen Themen. Wir beginnen mit der Multikulti-Weihnachtsparty. Studentinnen und Studenten aus vielen Nationen trafen sich am 6. Dezember 2013 im Senftenberger Jugendclub Pegasus zu einem vorweihnachtlichen Multikulti-Abend. Während in der Küche fleißige Köche das Essen vorbereiteten, traten andere beim Tischfußball in den sportlichen Wettstreit. Katja Brinschwitz vom Akademischen Auslandsamt der BTU Cottbus-Senftenberg begrüßte die zahlreichen Gäste und sprach das Programm des Abends an. Am Anfang stand ein Theaterstück des Deutschkurses. Dabei ging es um Geschenke aus verschiedenen Kulturbereichen. Vor der Eröffnung des Buffets stellten die studentischen Köche die zubereiteten Gerichte aus ihren Heimatländern vor. Danach konnten alle die leckeren Speisen kosten und in gemütlicher Atmosphäre länderübergreifende Gespräche führen. Von den ausländischen Studierenden bei uns wechseln wir nun zum Studium im Ausland. Auf dem Zentralcampus der BTU Cottbus-Senftenberg fand am 3. Dezember 2013 eine Infoveranstaltung über ein Studium im Ausland statt. Die Leiterin des Akademischen Auslandsamtes, Dr. Nina Wollfeil, begrüßte dazu im Hörsaal A des zentralen Hörsaalgebäudes zahlreiche interessierte Studentinnen und Studenten. Frau Dr. Wollfeil sprach die Bedeutung eines Auslandsstudiums an und führte unter anderem aus, was bei der Vorbereitung und Organisation zu beachten ist. Ein Studium im Ausland sollte im Allgemeinen etwa 2 bis 3 Semester lang vorbereitet werden. Karin Robel stellte das neue EU-Mobilitätsprogramm Erasmus Plus vor. Die BTU hat etwa 90 Erasmus-Partner-Hochschulen. Dabei entfallen etwaige Studiengebühren. Ferner erhalten die Studierenden über Erasmus Plus eine monatliche Förderung. Die Möglichkeit für individuelle Fragen wurde an diesem Abend vielfach genutzt. Michael Mannel stellte als Koordinator für außereuropäische Austauschprogramme insbesondere das Studexa-Programm der BTU vor, für das es weltweit etwa 30 Partnerhochschulen gibt. Dabei ging er auf die Förderprogramme des Deutschen Akademischen Austauschdienstes DAAD ein. Mit dem DAAD Go East-Programm wird speziell der Austausch mit osteuropäischen Partnerhochschulen gefördert. Wer sich bereits auf ein Auslandsstudium vorbereitet hat und dieses 2014-2015 realisieren möchte, muss die Bewerbungsunterlagen für die Förderprogramme bis zum 30. Januar 2014 für universitäre Studiengänge bzw. bis zum 28. Februar 2014 für anwendungsbezogene Studiengänge eingereicht haben. Am Ende der Einführungsveranstaltung stand den interessierten Studierenden ausführliches Informationsmaterial zur Verfügung. Nach einer kleinen Stärkung an einem internationalen Snackbuffet ging es im Seminarraum 2 mit Berichten über Studienaufenthalte im Ausland weiter. Mit großer Begeisterung schilderten die ehemaligen Outgoings ihre Erfahrungen bei ihrem Studium und ihrem Leben in Australien, in der Türkei, in Japan und Kolumbien. Die interessierten Zuhörer erfuhren von den Studentinnen und Studenten viele wichtige Tipps für einen entsprechenden Auslandsaufenthalt. Nicht nur für ein Auslandsstudium müssen Vorbereitungen getroffen werden, sondern auch beim Sport. Vor allem, wenn bald Wettkämpfe anstehen. Auf dem Zentralcampus der BTU Cottbus-Senftenberg wird ein breites Spektrum an Hochschulsport angeboten, darunter auch Jagger. Unter der Leitung von René Tawalski trainieren die Cottbus-Klatscher im Wintersemester 2013-2014 donnerstags von 16 bis 17.30 Uhr in der BTU-Sporthalle. Bei der aus dem Jagger-Endzeitfilm entstandenen dynamischen Sportart muss ein Läufer den Jag im gegnerischen Mal platzieren. Dabei ist die strategische Unterstützung der 4 weiteren Spieler mit deren gepolsterten Schwertern besonders wichtig, da die Gegner, die von den Pompen am Körper getroffen werden, für 5 Trommelschläge aussetzen müssen. Das Team würde sich über neue Mitspieler sehr freuen, da 2014 einige Turniere anstehen. Kommen wir nun zur Wissenschaft. 10 europäische Forschungseinrichtungen entwickeln gemeinsam ein neues Gerät, mit dem winzige Nanopartikel sichtbar gemacht werden können. Im Konrad-Zuse-Medienzentrum der BTU Cottbus-Senftenberg fand am 29. November 2013 ein internationaler Workshop über Technologien zum Nachweis und der Analyse von Nanopartikeln statt. Professor Dr. Wladimir Mirski vom Studiengang Biotechnologie begrüßte als Koordinator des EU-Forschungsprojektes Nanodetektor die Teilnehmer und führte in die Thematik ein. Bei dem Workshop waren Forschungseinrichtungen aus Dänemark, Deutschland, Litauen, der Schweiz und Großbritannien vertreten, darunter das Imperial College London als einer der 10 Partner des Forschungsprojektes, das von 2012 bis 2015 mit rund 3 Millionen Euro von der EU gefördert wird. Die Firma Optolita aus Litauen präsentierte im Rahmen des Workshops das neu entwickelte Nanodetektorgerät.
das einzelne Partikel mit einer Größe von mehr als 40 Nanometern erkennen und anzeigen kann. Der Brückenbauwettbewerb der Maschinenbauer hat auf unserem Hochschulcampus in Senftenberg eine lange Tradition. Seit 2 Jahren findet er zusammen mit dem studentischen Weihnachtsmarkt statt. Auf dem Senftenberger BTU-Campus veranstaltete die Studierendenvertretung vom 18. bis 19. Dezember 2013 den zweiten studentischen Weihnachtsmarkt. Christian Steinhardt begrüßte die Gäste als Sprecher des Studierendenrates und Finanzreferent in Senftenberg. Er dankte den Mitwirkenden und Sponsoren des Weihnachtsmarktes und gab den Hüttenbetreibern die Gelegenheit, ihre Angebote vorzustellen. Es gab viele leckere Speisen und Getränke. Die Vertreter vom Standort Cottbus-Sachsendorf boten insbesondere selbstgebackene Waffeln nach dänischem Rezept und Schokoweintrauben an. Neben dem vorweihnachtlichen Markttreiben gab es als attraktives Rahmenprogramm den traditionellen Brückenbauwettbewerb der Maschinenbauer. Der Studiendekan Professor Dr. Simon begrüßte im Konrad-Zuse-Medienzentrum die Teilnehmer und Gäste. Im Wettbewerb traten 11 studentische Teams an. Für die Konstruktion durften nur die bereitgestellten Eisstiele, Kleber und Garn verwendet werden. Mit einer computergesteuerten hydraulischen Zugeinrichtung wurde für jede Brücke die maximale Belastbarkeit ermittelt und damit relativ zum Brückengewicht die Leistung beurteilt. Alle Teilnehmer mussten ihre Kreation selbst in die Prüfeinrichtung einspannen. Erstmals war auch ein Team vom BTU-Zentralcampus in Cottbus dabei. Die etwa 200 Gramm schwere Brücke hielt fast das 300-fache an Belastung aus. Das 318-fache trug bzw. ertrug die Brücke auf Platz 4. Die Gruppe Maple Beaver kam auf den 3. Platz. Ihre Brücke trug das 439-fache des Eigengewichts. Das Team auf Platz 2 erreichte mit ihrer Brücke das 465-fache. Daniel Düsentrieb war der Name der dreiköpfigen Gruppe, die mit einer 149 Gramm leichten Brücke Sieger wurden. Diese trug das 595-fache des Brückengewichtes. Die drei besten Teams konnten sich über 100, 75 bzw. 50 Euro Gutscheine vom Senftenberger Snowtropolis freuen. Alles in allem war auch der zweite studentische Weihnachtsmarkt sehr erfolgreich. In der kommenden Woche ist Cottbus wieder der Veranstaltungsort des deutschlandweiten Kabaretttreffens der Studiosi. Wir sind sicher, dass es genauso gut wird wie in den vergangenen 18 Jahren. Und damit sagen wir Tschüss bis Anfang Februar.